Carsten und ich nehme sie jetzt mal mit raus ins Grüne, dass man einfach mal wieder ein bisschen aktiver wird. Gerade jetzt im Sommer ist doch wunderschönes Wetter und da hat man lang genug auf dem Sofa gesessen. Und wir starten hier mit einer Motivation, die vielleicht an Ihrem Handgelenk schon bald zu finden sein kann. Denn wenn Sie auch unseren aktuellen Katalog haben, sehen Sie schon auf der Titelseite, geht es hier um unsere Fitness-Smartwatch. Und ich halte sie auch schon in den Händen. Und die haben wir auch noch zum Spitzen-TV-Sonderpreis. Die kann ordentlich viel. Und ich glaube, man sieht wirklich so an jedem zweiten Handgelenk momentan eine Fitness-Smartwatch, die ist ja beliebter denn je. Ja, das ist schon seit vielen Jahren ein riesengroßes Thema. Jetzt werden diese sogenannten Fitness-Smartwatches, also Uhren, die man logischerweise auch per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln kann, natürlich immer beliebter, immer besser und damit einhergehend in der Regel auch immer teurer. Und ich weiß nicht, ob Sie es auf die Schnelle gesehen haben, bei uns auf dem aktuellen Titel haben wir für mich persönlich eine der besten Smartwatches bei uns im Programm. Auf dem Titel bei Pearl für gerade mal 28 Euro. Das ist ein unfassbar günstiger Preis. Schließen Sie bitte nicht von dem günstigen Preis auf die Qualität, denn unterm Strich gesehen kostet ein vergleichbares Modell locker mal mindestens schon mal im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Ja. Aber wir haben hier eine wirklich fantastische Smartwatch, die natürlich genau das Richtige ist, wenn man nicht einfach nur mal spazieren gehen möchte oder vielleicht mal ein bisschen laufen gehen will oder sich per se mal wieder etwas bewegen möchte, sondern wenn man das Ganze mal so ein bisschen, wie sagt man, empirisch messbar machen will. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Spaziergang gemacht hast, möchtest du vielleicht mal wissen, wie weit bin ich denn jetzt eigentlich gegangen? Waren das 2 Kilometer oder war ich vielleicht heute mal richtig fleißig und bin vielleicht mal 5 oder 6 Kilometer gegangen, gewandert, gelaufen, wie auch immer. Das Schöne ist, mit so einer Smartwatch am Handgelenk werden Ihre Schritte gezählt. Das heißt, jeder einzelne Schritt, den Sie machen, wird von der Uhr registriert, wird gezählt und gleichzeitig wird natürlich auch Ihr Kalorienverbrauch damit ermittelt. Was ich mal sehr, sehr interessant finde, manchmal sündigt man mit einem Schokoriegel am Abend oder mit einem leckeren Stück Knuchen oder ein leckeres Eis, was übrigens auch sehr viele Kalorien haben soll. Jetzt nochmal einen Bericht drüber gesehen, mit so einem dicken Klecks Sahne und noch so ein bisschen Schoko oder Karamellsoße drüber. Schmeckt ja gut, gerade im Sommer. Aber das hat man natürlich dann auch ganz gerne mal auf der Hüfte und das muss ja irgendwie wieder weg. So schnell, wie es gekommen ist, geht es ja nur leider dann doch nicht wieder weg. Und insofern ist ein bisschen Bewegung definitiv nie verkehrt, unabhängig natürlich vom Herz-Kreislauf-System Ihres Körpers. Wenn Sie das also genau wissen möchten, dann lassen Sie doch ganz einfach mal von Ihrer Smartwatch Ihre Schritte zählen und auch gerne mal Ihren Kalorienverbrauch errechnen. Wenn Sie übrigens Sport machen, haben Sie noch 6 verschiedene Sportarten, die Sie hier einstellen können, um das Ganze noch mal etwas, wie soll man sagen, zu präzisieren. Dann sind wir aber natürlich hier mit so einer Smartwatch auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens sehr, sehr gut unterwegs bezüglich der sogenannten Vitalwerte. Ja, gerade auch da nochmal im Bereich der Bewegung. Wenn du jetzt vielleicht ein gewisses Alter erreicht hast oder per se nicht unbedingt zu den sportlichsten Menschen zählst, hast du vielleicht mitunter schon mal das Problem, dass dir eben bei einem längeren Spaziergang oder bei einer Wanderung, vielleicht immer bergauf und so weiter, dann so ein bisschen, wie sagt man so schön umgangssprachlich, die Pumpe geht. Ja, also mal die Pulsfrequenz. Und ich weiß nicht, wie Sie das machen, ob Sie schon mal versucht haben, mit dem Finger hier oben irgendwo an der Aorta oder hier am Handgelenk Ihren Puls zu messen. Mir persönlich ist das noch nie wirklich gelungen. Ich habe den auch so in dieser Form noch nie wirklich gefunden. Ich denke mir, oh Gott, aber ich atme noch, oder? Ja, also so, Spaß beiseite, ist natürlich für viele ein Thema, für mich persönlich aber noch viel entscheidender. Das Thema Blutdruck. Ich komme eben aus einer Bluthochdruckfamilie. Das heißt, mein erster Wert ist meistens etwas zu hoch. Und selbstverständlich habe ich aufgrund dieser Tatsache zum einen einige Arztbesuche mehr im Jahr, um das Ganze zu überprüfen. Zum anderen habe ich aber auch ein medizinisches Blutdruckmessgerät zu Hause. Und ich bin da sehr emsig. Jeden Morgen und jeden Abend lege ich mir diese Manschette mal an den Oberarm und kontrolliere meinen Blutdruck. In letzter Zeit war also alles soweit in Ordnung. Ja, aber so ein medizinisches Blutdruckmessgerät ist natürlich für mich persönlich jetzt völlig unpraktikabel, das hier mal mit ins Büro zu nehmen. Geschweige denn mal auf eine Wanderung oder was. Wir wollen sie denn machen? Sich mal eben kurz mit diesem Klotz irgendwo hinsetzen und dann mal medizinisch den Blutdruck messen, macht ja kein Mensch. Aber mit solchen Geschichten kommen Sie natürlich bei so einer Smartwatch ebenfalls mal weiter. Bitte, so eine Smartwatch wird niemals ein medizinisches Gerät ersetzen können und wird auch niemals den Arztbesuch ersetzen können. Aber für mich persönlich ist es immer wieder ein schöner Indikator, eben mal zwischendurch, sei es jetzt beim Sport oder eben bei anderen Aktivitäten, die man eben draußen so macht im Sommer, mal eben kurz zu gucken, ist noch alles in Ordnung. In welchem Pulsbereich bin ich? Ist mein Blutdruck noch okay? Soweit. Und diese Uhr kann Ihnen das entsprechend anzeigen. Wenn wir schon drüber reden, kann ich Ihnen das auch ganz gerne mal zeigen. Das wäre hier die Pulsfrequenz. Und jetzt gehen wir mal auf Blutdruck. Das ist diese Anzeige jetzt hier. Und wenn Sie hier
die entsprechende Anzeige sehen möchten, dann drücken Sie hier ganz einfach auf Start, zack. Und dann müssen Sie einen kurzen Moment warten, ungefähr so eine halbe Minute bis eine Minute. Ja, und dann kriegen Sie schon die ersten Ergebnisse angezeigt. Für mich persönlich immer ein sehr guter Indikator. Ich habe das übrigens auch schon mehrmals mit meinem medizinischen Messgerät zu Hause verglichen. Und ich muss zugeben, die Werte waren relativ dicht dran. Klar, so ein medizinisches Blutdruckmessgerät ist immer etwas genauer. Aber ich glaube, für einen ersten Eindruck reicht das mit so einer Smartwatch sicherlich auch. Ich bin bei 115 zu 79. Ja, jetzt habe ich die Uhr natürlich auch falsch rum an. Das heißt, so, damit Sie es besser sehen können, normalerweise würde ich sie zu mir drehen vom Gesicht her. Dann behaupte ich, wäre der erste Wert noch ein bisschen höher. Aber mit 100, 115 zu 79 kann ich hervorragend leben. Auf jeden Fall, ja. Das ist super. Und du hast gerade kein großes Blutdruckmessgerät mitnehmen müssen. Richtig. Das finde ich gut. Einfach mal als Beruhigung, ja, sich die Werte anzeigen, ja, zu lassen. Fantastisch. Gehen wir mal auf Puls. Lass mal den auch mal ganz kurz mal eben kurz kontrollieren. Da ist ein optischer Sensor dahinter, der das Ganze entsprechend kontrolliert. Genau so wird natürlich dann auch ihre Schritte und ihr Kalorienverbrauch ermittelt. Wo sind wir da? 83 Puls. Ja. Ja. Ist jetzt ein bisschen hoch. Du sitzt ja auch gerade neben mir und genau, bist im Fernsehen. Genau. Da ist das schon ganz gut, glaube ich. Ja, aber Sie sehen, wie einfach das funktioniert. Sie müssen sich gar nicht großartig anstrengen. Sie rufen den entsprechenden Menüpunkt auf, ganz einfach hier mit Wischen. Ein-, zweimal rüberwischen, ja, da bin ich beim Blutdruck. Einmal rüberwischen, bin ich beim entsprechenden Puls. Wenn Sie mal weiter wischen, geht das natürlich hier also auch mit der Blutsauerstoffsättigung, mit Temperatur, die Schritte werden Ihnen angezeigt. Und selbstverständlich haben Sie jetzt hier auch durch die Verbindung zu Ihrem Smartphone ganz einfach auch mal eine Möglichkeit, zum Beispiel die Musik auf Ihren Kopfhörern mal anders einzustellen. Wenn wir mal weg von den Vitalwerten gehen, hin zu den schönen Dingen des Lebens. Sie können auch mal so eine Kamera, so eine Smartphone-Kamera per Fernauslöser bedienen. Und wo wir gerade davon sprechen, zeige ich Ihnen mal eben die kostenlose App. Deswegen heißt das gute Stück Elesion-kompatible Smartwatch. Elesion ist die App, die Sie kostenlos ganz einfach auf Ihr Smartphone runterladen können. Herstellerübergreifend übrigens, egal ob Sie ein iPhone haben oder ein Samsung oder ein Huawei oder irgendein anderes Gerät, das funktioniert auf allen modernen Smartphones jetzt hier. Und dann haben Sie natürlich auch mal eine Langzeitbeobachtung und all das nochmal sehr schön übersichtlich in der App auf Ihrem Smartphone. Ich nutze das übrigens auch zwischendurch mal, um auch mal bei meinem Arzt mal zu sagen, schau mal, das sind die Durchschnittswerte. Und der guckt dann immer drüber, sagt, wir lassen uns nochmal medizinisch kontrollieren, aber alles in allem, sagt, ja, da funktioniert das mit der medikamentösen Einstellung absolut gut. Also mein Arzt ist mit mir zufrieden, ich im Allgemeinen auch mit mir selber. Und dann kann es weitergehen. Übrigens, die Uhr ist vollumfänglich wasserdicht. Das heißt, macht also jeden Alltag Spaß mit. Egal, ob Sie mal in den Pool hüpfen, duschen gehen oder den Garten sprengen. Also alles machbar, schweißresistent, gerade mal 50 Gramm leicht. Und das Ganze auch noch weitestgehend kratzfest. Ein sehr, sehr schönes Teil, muss ich zugeben. Für noch nicht mal 30 Euro eine echte Kaufempfehlung. Ja, 26,59 Euro, unser Spitzen-TV-Sonderpreis. Da sollten Sie jetzt wirklich auf jeden Fall schnell sein, weil diese wahnsinnig gute Fitness-Smartwatch, die kann wirklich alles. Man kann sogar auch noch das Ziffernblatt wechseln. Die Bestellnummer hierfür ist die ZX5387 und die 569. Die Uhr hat wirklich einen richtig guten Akku, aber natürlich ist der auch irgendwann mal leer. Und dann haben wir jetzt noch ein passendes USB-Netzteil für Sie. Das würde ich am besten auch direkt mitbestellen. Ist, wie gesagt, wie Monika schon richtig sagt, ein klassisches USB-Netzteil. Das heißt, Sie können jedes USB-Gerät damit aufladen. Natürlich auch den Akku wieder Ihrer Uhr, die übrigens locker mal 8 Stunden ausreicht, oder 8 Tage ausreicht. 25 Tage Standby. Also ein richtig starker Akku hier. Aber vielleicht brauchen Sie auch ganz einfach mal ein zweites, um vielleicht mal im Schlafzimmer ein Netzteil zu haben, wenn Sie Ihr, ja, Handy aufladen. Oder mal ein zweites oder mal ein drittes, mal für einen Urlaub, mal für einen Koffer oder was, dann lässt ihr die anderen Geräte zu Hause. Also alles denkbar für ein paar Euro 50 einfach mit dazu bestellen, dann haben sie es zusammen. Ja. Apropos Bewegung. Ja. Ja. Wir wollen mal aktiv werden. Ja. Wir haben nämlich hier noch unser Club-Pedelec für Sie und das auch wieder zum fantastischen TV-Sonderpreis. Das finde ich auch als gute Kombination, vielleicht mit der Fitness-Smartwatch am Handgelenk und dann mal eine Fahrradtour machen. Mal Fahrradfahren ist ja eine schöne Angelegenheit, macht ja unglaublich viel Spaß, aber auch mal aus gesundheitlichen Aspekten, glaube ich, ist das immer eine recht sinnvolle Angelegenheit. Ich glaube, da muss man kein Doktor Med sein, um Ihnen das zu sagen. Natürlich ist Radfahren gut für das Herz-Kreislauf-System. Ich muss mal aufstehen und gehe mal eben rüber und hole mir das gute Stück mal dazu, denn Sie sehen hier zwei verschiedene Modelle, beziehungsweise ein und das gleiche Modell, einmal zusammengeklappt und einmal zusammengebaut sozusagen. Das zeigen wir Ihnen deswegen auf diese Art und Weise, weil Sie natürlich mit so einem Klapp-Pedelec jederzeit die Möglichkeit haben, mal sehr viel Platz zu sparen. Und ich weiß, dass in solchen Momenten natürlich auch speziell die Camper unter Ihnen, die Campingfreunde, immer wieder aufhorchen. Denn in so einem Campingmobil, und wir sind mittendrin in der absoluten Camping-Hochsaison, hat man ja in der Regel recht wenig Platz. Aber die meisten Camper, die ich kenne, haben hinten so eine kleine
kleine Garage drin, haben so für Gartenmöbel, für Polster und so weiter. Und wenn Sie das Fahrrad so klein zusammenklappen, wie wir es da hingestellt haben, mit Lenker runter, mit Sitz runtergelassen und mit den entsprechenden Fußrasten eingeklappt, wird das auch bei Ihnen ins Campingmobil reinpassen. Ich denke aber auch mal in den Kofferraum eines stinknormalen Autos. Auf jeden Fall. Also da kannst du wahrscheinlich sogar zwei reinpacken. Ansonsten sehr, sehr schönes Modell. Und wenn Sie jetzt sagen, Fahrrad fahren, boah, habe ich lange nicht gemacht, ist so heiß draußen, ist ja so schwül, dann habe ich wieder den Schwitz auf dem Rücken und mach, wenn ich da ankomme, dann bin ich schon wieder fertig mit der Welt. Diese Fahrräder, die wir Ihnen hier anbieten, sind Fahrräder mit einer Tretunterstützung. Ja, also kein klassisches E-Bike, da müsste man definitiv etwas tiefer in die Tasche greifen. Die kosten gut und gerne mal ein paar tausend Euro, diese modernen E-Bikes. Das, was wir hier für Sie haben, ist ein E-Rädle mit Tretunterstützung. Und ich weiß, dass Ihr Blick natürlich mal abgesehen von diesen wunderschönen Felgen und dieser tollen Rahmenfarbe immer wieder hier in den vorderen Teil wandert und die Frage aufkommt, wo ist denn jetzt eigentlich der Akku? Wie unterstützt mich das eigentlich? Pass mal, dafür zeige ich Ihnen mal was. Oh, ja. Sie können nämlich hier dieses Klapprädel, und jetzt schlagen wir mal zwei Fliegen mit einer Klappe, ganz einfach zusammenklappen. Wie gesagt, Lenkrad runter und Sattel runter, hier mit den Schnellspannverschlüssen schnell gemacht. Wenn Sie das Fahrrad in der Mitte teilen möchten und an den Akku ran wollen, einfach den Sicherungsplint hoch. Das Ganze hier lösen, zack, und schon können Sie das Fahrrad zusammenklappen und haben natürlich jetzt hier auch direkt den freien Zugang zu dem eigentlichen Akku. So sieht der aus. Super übrigens gemacht hier, auch vom Schwerpunkt her super in das Gehäuse des Fahrrads eingelassen. Wenn Sie wieder aufgeladen haben, an jeder stinknormalen Steckdose ist das möglich. Zack, ganz einfach wieder rein und das Fahrrad wieder zusammenklappen. Und Sie sehen das, ich mache das alles hier komplett werkzeuglos, Sicherungsplint wieder drauf und zack, sind Sie entsprechend wieder einsatzbereit. Jetzt noch hier den Bordcomputer zuschalten. Keine Angst, der hat einen Ausschalter und Plus und Minus, um die Geschwindigkeit ein bisschen rauf zu regulieren. Da muss man also kein Ingenieur sein. Jetzt kann es schon wieder losgehen. Und damit das Ganze auch richtig Spaß macht, haben Sie nicht nur die Tretunterstützung, sondern auch eine super Ausstattung. Wir haben hier eine Shimano 6-Gang-Schaltung mit drin. Können Sie mit oder ohne Tretunterstützung super auch mal die sogenannten Ritzel hier im hinteren Teil rauf oder runter schalten. Je nachdem, ob Sie bergauf, bergab oder ganz einfach mal auf einer ebenen Strecke unterwegs sind. Und ich glaube, man muss kein Fahrradspezialist oder Tour de France-Fahrer sein, um zu wissen, dass Shimano gute Gangschaltungen baut. Ja, also du kannst wahrscheinlich 10 Leute fragen, 9 würden sagen, wenn du sie nach Gangschaltungen fragst, Shimano. Mhm. Ja, Top-Qualität also. Super. Ansonsten, Straßenverkehrszulassungsordnung ist glücklich damit. Sämtliche Reflektoren, Licht vorne, Licht hinten, natürlich alles drin, alles dran, um sich hervorragend und einfach mal im Straßenverkehr zu bewegen. Oder natürlich auch mal abseits der Straße, da wo es richtig Spaß macht, mit der entsprechenden Tretunterstützung. Gut 25 bis 30 Kilometer Tretunterstützung haben Sie hier. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja Mensch, wenn ich so viel Reserve in der Hinterhand habe, dann mache ich ja mal eine etwas längere Tour. Und ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht auch ganz gerne mal vom Campingplatz, Campingmobil abgestellt, gesichert, einen Wasseranschluss dran und so weiter, vielleicht nicht unbedingt immer nur zu Fuß zum Brötchen holen oder mal zum Strand runter wollen. Die machen das ganz gerne auch mal hier auf zwei Rädern. Und ich glaube, mit der Tretunterstützung ist egal, ob Gegenwind oder bergauf, damit kommen sie locker zurecht. Ein schönes Teil, finde ich. Ja, ich finde es auch optisch schon mal richtig schick. Allein schon die Farben, super klasse, die Speichen. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Stark, ne? Aber natürlich sieht auch richtig gut der Preis aus. Und da werfen wir natürlich erstmal einen Blick auf den Preis bei pearl.de. Und dort sehen wir sind bei 1.300 Euro. Aber das ist heute nicht Ihr TV-Sonderpreis, weil Sie bekommen hier unseren Joker-TV-Sonderpreis. Und der liegt hier gerade mal bei 799,99 € für unser Club-Pedelec mit der Tretunterstützung. Also das sollten Sie sich jetzt auf jeden Fall direkt überlegen und dann natürlich auch bestellen mit der ZX8103 und der 569 zu bestellen. Vielleicht auch zu zweit macht es ja auch einfach mal mehr Spaß, eine Fahrradtour. Das ist wirklich klasse. Aber Carsten, bei so viel Geschwindigkeit, bis zu 25 km/h oder auch ein bisschen mehr, braucht man einen Führerschein oder wie sieht das aus? Nein, ist immer gut, einen Führerschein zu haben, besonders wenn man ein Auto fährt oder so. Ja, aber den braucht man hier de facto nicht. Okay. Also egal, ob du jetzt 15, 16 Jahre alt bist oder 5, 86 Jahre alt, ist völlig egal, brauchst keinen Führerschein. Gut. Und Sie brauchen auch bitte, und die Frage kommt immer wieder auf, keinen Versicherungsschutz. Klar können Sie sich bis zu 25 Stundenkilometer in der Tretleistung unterstützen lassen.
Ich persönlich komme aus einem Zeitalter, da ist man mit dieser Geschwindigkeit Mofa gefahren. Ja, da musste man mitunter noch ein bisschen schneller. Ja, das ist, glaube ich, heutzutage verjährt. Deswegen kann ich das so ohne weiteres sagen. Aber bis zu dieser Geschwindigkeit brauchen Sie mit Ihrem E-Rädler also keinen Versicherungsnachweis, also keine Haftpflichtnummer oder sonst was drauf. Sie müssen auch keinen Helm tragen, das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wenn Sie meine persönliche Meinung hören möchten, wenn Sie lange unterwegs sind mit dem Fahrrad, es steht jeden Tag ein Dummer auf. Und manchmal passiert eben dann doch mal irgendwas. Also ich würde Ihnen eher zu einem Helm raten. Bitte, wichtig ist natürlich die Tatsache, dass man hier auch bequem nicht nur fahren kann, sondern auch bequem sitzen kann, gerade wenn die Tour mal ein bisschen länger dauert. Und ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein Mountainbike gekauft mit einem bockharten Sattel. Ja. Und wenn ich da so 2-3 Kilometer dann drauf gesessen habe, dann habe ich Schmerzen an Körperstellen, die ich an dieser Stelle gar nicht näher beschreiben möchte. Hier haben wir eine ganz andere Geschichte. Sie haben es eben schon kurz gesehen. Also der Sattel hier, der ist mal richtig angenehm gepolstert. Ja, da sitzt du drauf wie am Sofa, hier im hinteren Teil für den Pöppes. Und wir Männer, wir kennen den Druck hier vorne natürlich auch mal. Sie sehen das hier, lässt sich also alles hier ohne weiteres aushalten, auch wenn die Tour mal länger dauert. Und Sie haben das gerade gesehen, als ich aufgestiegen bin. Ich kenne das von früher noch. Ja, da hat sie diese großen Räder mit den großen Reifen, immer das quergestellt. Mhm. Als ich 15 Jahre alt war, kein Problem. Heute sage ich mir, na, lieber nicht. Da hat es doch geknackt. Passen Sie mal auf, Sie können hier ganz einfach so runtersteigen oder eben auch ganz einfach mal zack draufsteigen und direkt losfahren. Also finde ich gerade für die Herrschaften, die vielleicht nicht mehr ganz so in jungen Jahren sind, sondern eher zu den Best-Agern zählen. Und Sie kennen das, da knackt es hier, da drückt es da mal ganz gerne. Die kommen da also definitiv leicht drauf und auch leicht wieder runter. Einfach formuliert, es macht Spaß. Und da wir ja im Moment bei den Wetterverhältnissen nicht so ganz so sicher sind, ob wir da also so trocken und so weiter auch da ankommen, wo wir hinwollen, möchte ich ganz besonders die Schutzbleche hier mal erwähnen. Ja. Die meisten Fahrräder, die ich kenne, haben mittlerweile gar keine Schutzbleche mehr. Oder du musst sie als Zubehör extra dazu kaufen. Hier hast du sie ganz einfach dran. Das heißt, auch wenn du mal in deinen Bemühungen, dich sportlich zu betätigen, dich wieder zu bewegen, hier mal in so eine typische Regenschauer reinkommst, was ja nur durchaus realistisch ist im Moment, dann hast du hier einen entsprechenden Schutz. Also auch mal vor Spritzwasser. Wenn das bei meinem Mountainbike passiert, übrigens ohne Tretunterstützung, habe ich die Rotze bis hinten in den Nacken hängen. Macht auch keinen Spaß. Also hier ist an alles gedacht worden. Schönes Modell, gefällt mir sehr gut. Und rein optisch muss ich sagen, ein Leckerbissen. Auf jeden Fall. Und vielleicht ist das jetzt auch was für Sie. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher zu diesem TV-Sonderpreis. Sollten Sie sich hier das nicht entgehen lassen, unser Club-Pedelec. Das ist natürlich auch einfach mal eine Freude, wieder eine Fahrradtour zu machen. Es ist einfach was anderes, wenn man mit dem Fahrrad mal in die Natur rausfährt. Man kann die Natur riechen, man kann sie richtig wahrnehmen. Und das ist einfach jetzt gerade auch im Sommer wirklich eine schöne Sache. Vielleicht auch mal zur Arbeit fahren mit dem Club-Pedelec. Sie kommen ja immer an, das wissen Sie, weil Sie eben diese Tretunterstützung haben. Und auch der Rückweg sollte kein Problem sein, vielleicht auch mit Gegenwind ein bisschen zu kämpfen. Aber hier mit der Tretunterstützung ist das ja alles gar kein Problem. Ich sage immer, das ist so, wie die Mama oder der Papa früher einen so ein bisschen Anschwung gegeben haben. So ist das ungefähr auch. Ja. Man kann es ja auch selber einstellen, wie viel Tretunterstützung man braucht. Das ist richtig. Macht man hier übrigens mit dem Bordcomputer. Ich kann den mal kurz einschalten, dann schauen wir uns den auch mal eben an. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist eine denkbar einfache Geschichte. Schau mal hier. Ja, also Bordcomputer. Ja, guck mal hier, muss also kein IT-Experte sein. Mhm. So sieht das Ganze aus. Sie haben in der Mitte den An-Ausschalter und dann hier einmal Gang runter und da einmal Gang rauf. Sie sehen das im oberen Teil 2 oder 3. Zack, das sind jetzt die entsprechenden Gänge. Ist Ihnen zu schnell, gehen Sie einfach auf 2 oder auf 1 wieder runter. Also das kann nur wirklich jeder. Und vor allen Dingen sehen Sie hier auch, wie sieht es eigentlich mit dem Akkustand meines Akkus hier aus. Mhm. Ja, wenn du jetzt mal unterwegs bist und siehst auf einmal nur noch einen Balken und ich habe nur 30 Kilometer zurück. Ja. Muss man sich's einteilen. Dann würde ich, einkehren und würde sagen, hör mal, ich habe hier mal meinen Akku, kann ich den mal eben aufladen. Stimmt. Im Campingbereich nutzen übrigens auch viele unsere Powerpacks, mal so ein kleines Cross-Selling an dieser Stelle, um zwischendurch ganz einfach mal so einen Akku aufzuladen, Ladeteil und so weiter ist dabei. Alles, was Sie brauchen, ist eine Steckdose und unsere Powerpacks, unsere Energiespeicher haben diese entsprechenden Steckdosen für Sie. Also auch das nochmal ein kleiner Querverweis. Alles in allem ein sehr schönes Modell, natürlich mit Ständer hier, kannst du also mal super hinstellen. Und ich finde, es ist auf den ersten Moment, oder im ersten Moment gar nicht unbedingt so als Fahrrad mit Tretunterstützung, als E-Rädle erkennbar. Natürlich werden solche Geschichten ganz gerne mal mitgenommen. Ich glaube, hier hat man definitiv gute Karten, dass die Leute wahrscheinlich denken, naja, ein schönes Fahrrad, aber ja, die anderen sind kostspieliger. Da sind sie vielleicht auch auf der sicheren Seite. Fahrradfahren macht Spaß, probieren Sie es doch mal wieder aus. Und hier haben Sie die entsprechende Unterstützung. Macht Spaß. Ja, vielleicht auch mit Ihren Enkelkindern oder Sie bringen sie jetzt demnächst in die Schule. Auch das wird mit dem Fahrrad gar kein Problem mehr sein, weil Sie einfach diese
diese Tretunterstützung haben und dann mit ihren Enkeln vielleicht auch einfach mithalten können, aber natürlich auch für den Campingbereich eine super Sache. Die Bestellnummer ist einmal die ZX8103 und die 569 und dann wünschen wir Ihnen allzeit eine gute Fahrt mit Ihrem Club Pedelec.